So, dann will ich mal. Ich denke mal, ich bleibe bei Hufflepuff. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Gut. Dann sei es Hufflepuff! Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Oh nein. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ist mir ja sehr unsympathisch. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ich würde ihr die Leitung generell geben. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Was? Ich will das jetzt merken. Helga Hufflepuff, Helga Hufflepuff. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Ja. Darf ich jetzt auch laufen? Achso, ich habe rausgetappt. Okay. Die Tasse stecken wir natürlich einfach so ein. Ist ja kein Problem. Kann ich einen Apfel essen? Nehme aber nicht den roten. Der ist bestimmt mit Abführmittel verseucht. Ich weiß nicht, bei Hufflepuff denke ich irgendwie... Hi! Keine Ahnung, wer du bist. Ist mir auch egal. Ist aber lieb. So ein Bild, das dich begrüßt. Ich kann schon wieder was trinken. Das Interessante ist, man soll ja wählen, ob man Zauberer oder Hexe ist. Und das interessiert, glaube ich, keinen, weil in den Schlafraum sowieso niemand übernachtet. Eigentlich schade, hätte man durchaus mehr Diversität reinbringen können. Hey Boys! Und Girls? Ich will zwar nichts sagen, aber... Siehst du nicht ein bisschen alt aus? Was ist das? Oh,
Haustruhe platzieren. Ich habe da noch gar keine. Ich kann hier aber überall lang, ne? Kann ich auch rennen? Ne, ich kann also nur langsam laufen. Dann bin ich so ein bisschen an das Gameplay von Witcher. Kann ich hier den Jungs und Mädels jetzt das Zeug aus den Schlafsälen klauen? Das ist gemein. Aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man das machen könnte. Dann könnte man nämlich einen kleinen Halunken spielen. Und es würde durchaus, es würde durchaus Sinn ergeben, weil dann hätte man nämlich Freiheiten, um halt gewisse Sachen zu machen. Heyo! Kann sich so Animationen auch sparen, indem man einfach nichts mit niemandem interagieren lässt. Protego! Lumos! Lumos! Okay. Ich bin mit dem Elite-Controller zufrieden. Sehen Sie sich nur Ihr Haar an, Ihre Haut. Sie auch Ihr Geheimnis wollen. Was? Was? Zwar schön, dass du mit mir sprichst, Spiegel, aber dann zeig mir auch wenigstens etwas. Nee, ne? Gut, dann halt nicht. Ist das der Schlafraum der Mädels? Ich weiß es nicht. Ist aber schön hier, gefällt mir. So ein Schlafzimmer bei mir wäre auch ganz cool. Das ist bestimmt schweineteuer, so einen richtigen Altbau. Ich will den Leuten sprechen? Nee, ne? Was ist hier? Eine Spieluhr. Yay. Yay, ich kann einen Globus drehen, juhu. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr? Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Habe ich so eine Roboterstimme? Einen der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Ich mache mir etwas Sorgen. Ich habe eine Menge aufzuholen. Stimmt. 4 Schuljahre sind viel. Wenn ich so weit zurückliegen würde, würde ich mich unzulänglich fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw. Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everly. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Du hast viel zu tun. Na dann. Dann wollen wir mal. Meinst du echt, du hättest in Ravenclaw sein sollen? Nun, meine Brüder waren es. Jetzt arbeiten beide im Ministerium. Scharfsinn liegt bei uns wohl in der Familie. Aber meine Tante war eine Gryffindor und wir hatten schon immer viel gemeinsam. Entschlossenheit, Tapferkeit, Kühnheit. Bei mir hatte der sprechende Hut die Qual der Wahl. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich, adieu. Ich finde die Stimme so komisch. Ich kann noch einen Apfel essen, habe ich aber schon. Arthur ist da. Alles keine gut. Angst, kleines Kätzchen. Ich komme da nicht. Kommt, erst da lang.
Hoffentlich fangen sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihnen. Vor allem von magischen. Na dann. Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumble, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten. Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Sicher, dass das nur die Nase war? Hat mich gefreut, Arthur. Entschuldigung, mein Spaß. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Kann ich die Stimme noch ändern? Die ist ja grausig. Dieses... Audio... Stimme kann ich nicht nochmal ändern, ne? Interessant. Ja gut, er sucht eine Katze. Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Da stimmt was nicht. Oh, hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Warum habe ich so eine komische Stimme? Man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Wenn es recht ist, würde ich die Sache lieber vergessen. Oh je, das muss schlimm gewesen sein. Ich meine, natürlich war es das. Ich hätte Todesangst gehabt. Tut mir leid. Bist voll lieb. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Erinnert mich so ein bisschen an die Dingsbums, an diese kleine verrückte Blondine da. Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Oh. Dann sollte ich die Alte nicht warten lassen. Kann ich mit ihm sprechen? Oh, Kuchen! Hab ich da jetzt wirklich ein Stück weggenommen? Das wäre ganz cool. Das wäre ein nettes kleines Detail. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, nicht zu fassen, dass ich Sie. Gefühlt eine Machen deutsche Synchronstimme habe, die durch eine Blechdose Man aufgenommen hat nur wurde. Einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben.
Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay. Dann lauf mal vor, alte Frau. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Revelio. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Kann ich nicht rennen? Ganz schön fix unterwegs, die Alte. Apfel! Wirken Sie Revelio. Dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung, okay. Gelegenheiten offen, im Schloss und auch außerhalb. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Hogwarts hat auf der linken Seite der Karte erleben Sie ja. In der Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen die entdeckte Flohflamme an, einschließlich die Gemeinschaftsraum deines Hauses. Graue Flohflammen markieren den Standort der Unentdeckten. Okay. Auf der Seite der Karte findet es interessant akademische Einrichtungen wie das den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Also Schnellreisepunkte. Sozusagen. Ganz simpel und einfach. Und im Laufe der Zeit schalten mir die Dinge halt bei. Da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Ja, aber da oben ist noch was. Von der Haupthalle aus. Schnell an fast jeden Ort im Schloss. Revelio. Thank you.
Aber der hat doch auch irgendwas gehabt. Wieder mal auf Abenteuertour? Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienensturms. Rebellion. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich aber ich will die dunklen Künste praktizieren. Und zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Das hört sich so widerlich an. Danke, Professor Butterbier. Weasley. Das ist viel für den ersten Was Tag. Was ist das? Das hört sich an, als würde es entweder... Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und... mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja... Professor Figge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich. Wenn ich nicht sagen, dass ich alte Magie lesen kann, dann würde ich mir bestimmt die Eier lutschen. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Ich mag die Weasley. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Er macht das schon, der alte Mann. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Ja, ist klar. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Revelio. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen.
Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Mhm. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Hauptaufträge, okay. Die Hauptaufträge sind durch Zauberspruch oder Stufenanforderung gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder die erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen von Nebenaufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Verteidigung gegen die dunklen Unterrichtsstunde Zauberkunst. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Eine plausiblere Erklärung als in Days Gone. Und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von, wo man einfach weiß, wo man lang muss. Und eines Zauberstabs. Macht aber ein Spiel, das ist halt auch sehr schwierig. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich dachte, das wäre eine Zauberin. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Gut. Willkommen in Hogwarts. Rebellion. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Nicht da hoch, da ist auch noch was. Wie komme ich da runter? Ich möchte mir einen Vertrag zu tragen. Naja, der bewegt sich jetzt auch nur ein bisschen. Rebellion. Yay! Dunkler Fedora mit Karo-Muster. Irgendwas gefunden. Die Harry Potter Brille ist klar, die habt ihr natürlich von Anfang an. Yeah, die Handschuhe sind cool. Oh mein Gott, bitte nicht. Das sieht so dumm aus. Gibt es irgendeinen Bonus? Das wäre jetzt die nächste Frage. Verteidigung plus 2, aber das sieht halt auch echt dämlich aus. Ein Schal. Nee, Schal brauche ich noch nicht. Ansonsten passt das eigentlich ganz gut. Inventar. Habe ich natürlich noch nichts, ist ja klar. Keine Aufgaben. Sammlungen. Hier habe ich eine.
Hauselfenrezept, okay. Benötigte Stufe. Passt eigentlich ganz gut. Was haben wir hier? Okay. Nee, da war schon richtig. Inventar. Ja, wo sehe ich dann? Sammlungen, Herausforderungen, Karte. Ich würde gern wissen. Gern wissen, wie viel Kohle ich habe. Sieht man das irgendwo? Warte, warte, Ausrüstung. Hier. Von Halodri. Ehrlich. Ja, ich habe das einfach mal genommen, weil. Rebellion. Why not? Okay, das ist ein unsichtbares Schloss. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Was ist denn los, Lisa? Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Hm. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. So, dann gucke ich mir das doch mal an. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Unter der Treppe. Unter einer Treppe. Hier vielleicht? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Mit einer Statue. Okay, Treppe bei einer Statue. Das könnte hier sein. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ah, interessant. Okay. So funktioniert das also. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Ja, wo ist sie denn? Hey, Mäuschen. Lenora, was gefunden? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen?
Irgendwas ist passiert. Revelio. Oh, nicht schlecht. Mr. Bild. Also ich will jetzt erstmal erkunden, bevor ich jetzt hier mit den Zauberdingern anfange. Ich glaube nicht, dass es da ein Problem geben wird. Revelio. Aber ansonsten sieht es eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, dann ist das halt so. Haupthalle. Hier geht's weit. Ich finde diese Kopfhörer grausam. Müssen wir mal neue holen. Revelio. Ja, sieh doch. Hier ist ja noch irgendwas. Hier ist irgendwo wieder irgendwas. Lumos. Da ist auch wieder so ein großer Spiegel. Aber ich habe das Gefühl, da geht's zum Dingsbums hin. Revelio. So, was haben wir hier? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ist schön. Okay. Das ist jetzt von links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind nur 10, ne? 21. 3. Lass mich mal überlegen. Die Dinger oben müssten alle 21 geben. Das bedeutet, ich habe hier einmal 11. Der Ziegenbock müsste dann 3 sein. Dann sind wir bei 14 und dann fehlt da nur noch 7. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste dann hier oben der Gecko sein. So, und hier unten habe ich 17. Minus 10 und fehlen noch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das Fragezeichen müsste dann 1 sein. Und da fehlt dann eine Eule. Hier diese, doch Eule könnte das sein. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das nächste Dingsbums? Wo ich das drehen kann. Hier gibt es auch bestimmt noch irgendeinen Ort, wo ich drehen kann. Ja, das müsste dann in meinen Augen die Eule sein. Gezeichnet oder muss, ist es einfacher? Mir nicht vorstellen. Das müsste dann, wie gesagt, Frosch sein. Habe ich aber oben selbst nicht. Was habe ich hier? Spinne, Fragezeichen. Wie ist hier mal mit der Eule? Und oben mit dem Gecko. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das so einfach wäre, dass man einfach nur Fragezeichen und Fragezeichen benutzt. Revelio. Aber das habe ich hier nicht.
Das habe ich hier nicht. Entschuldigung. Aber sind das wirklich nur zwei? Bin mir immer noch sicher, dass das hier der Fall ist. 21 minus 11 sind 10. Der Bock ist 3. Bleiben noch 7 übrig. 3, 4, 5, 6, 7 ist der Gecko. Die Frage ist jetzt nur, was ist was? So, hier haben wir 17. Minus 10 sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6 sind 1. Und das müsste dann das hier sein. So, dann würde ich sagen, hier die 1. Oder muss ich überall diese Dinger suchen? Theoretisch. Okay. Wenn ich überall dieses Ding suchen müsste, theoretisch, ne? Dann müsste es ja mehr geben. Weil hier habe ich nicht viel. Nichts, was ich einsetzen kann. Außer es wäre eher in Sachen von Rückfraktion. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Revelio. Nee, hier kann ich auch nichts machen. Hm. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Hier gibt es einen Geheimgang. Definitiv. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Vielleicht kann ich ja hier irgendwas sehen. Wie man da hinkommt. Revelio. Ich da noch nicht hinkommen? Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. Revelio. Boah, ist das gemein. Hallo. Hi. Wie schön, Sie zu sehen. Schön, dich zu sehen. Du bist lieb. Das ist einfach eine ganz Liebe. Ich habe so das Gefühl, immer wenn ich mit dir spreche, die hat Freude. Okay, hier muss ich also irgendwie erstmal durchkommen. Verstehe, hier liegt noch was. Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man kann Peeves im Vergleich zu solchen Posen als zahm bezeichnen. Ich habe keine Ahnung, aber ist okay. Revelio. Revelio. Ich will da wissen, wie man da reinkommt. Verdammt nochmal. Gibt's hier irgendwas? Nö. Kommt man doch bestimmt irgendwie rein. Frage ist halt nur, wie. Das wird jetzt interessant. Kann ich vielleicht von oben? Revelio. Hallo Dumbledore. Ich hätte den als Schulleiter lieber gehabt.
Ist noch so ein verstecktes Ding. Lumos. Hier hinten. Das sieht doch danach aus. Nein. Hier vielleicht. Protego. Lumos. Komm mit, kleine Motte. Jetzt muss ich nur gucken, dass sie mir nicht abhaut. Hier war das, ne? Ja! Handbuchseiten von Hogwarts. Ja, ist doch super. Das gefällt mir. Oh, wir sind... Ich hab die Zeit vergessen, Entschuldigung. Macht's gut, Leute.